und damit herzlich willkommen zu einem Video auf diesem Kanal. Ich chill gerade in der Bahn, weil ich den ganzen Tag in der Uni war. Ich habe am Mittwoch eine Prüfung, ich muss übel viel dafür lernen. Aber darum geht es hier gerade gar nicht. Ich gehe heute zu einem Laden, wo ich beim anderen TikToker gesehen habe, dass sie eine sehr geile Cap in dem Laden haben. Und ich möchte mir die vielleicht kaufen, wenn die noch in Stock ist. Und ich nehme natürlich mit. Bis gleich. Wir haben hier noch ein Rot. Das Ding ist, die sind halt sehr, sehr hoch geschnitten, wie manche Supreme Caps. Ich glaube, das steht mir leider nicht. Und mein Kopf ist schon relativ groß, dass es halt einfach unverhältnismäßig aussieht, finde ich. Ich glaube nicht. Ich war den ganzen Tag an der Uni, ich bin wirklich keiner, der viel lernt, aber morgen steht eine wichtigste Klausur gefühlt an. Deswegen habe ich heute irgendwie 9 Stunden durchgelernt, ich bin richtig K.O. Trotzdem gehe ich jetzt, glaube ich, nochmal hier ganz kurz bei Rave Moore vorbei und check so, was Hannes gerade macht, weil der hat hier, glaube ich, gerade Arbeitsschicht. Ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit, ne? Neue Lederjacken reingekommen, hier bei Nintendo, aber fit, so perfekt, aber wenn ich hier nach vorne mache, beziehungsweise mich irgendwie bewege, ist mir die schon deutlich zu klein. Und die hat hier leider auch nur Knöpfe. Ich finde Reißverschluss bei solchen Jacken immer viel geiler. Hey, ich bin gleich bei dir, ja, Bro. Easy. Heute steht hier einiges an. Ich bin jetzt hier gerade im KDW. Wir haben heute Freitag und hier ist gerade ein Halloween-Sale. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Schnapper. Danach wahrscheinlich noch ein Adidas-Event und vielleicht gucke ich nochmal bei Hannes vorbei. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich was finde. Diese Stonewall-Schlederjacke von MM6 ist steinhart, aber das hier ist auch Bombe. Die Hose ist auch cool, könnte aber ein bisschen breiter sein. Brett. Aber Legacy hat sogar Hannes rausgefunden, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, was das für Material ist. Ist auf jeden Fall sehr furry. Hat auch, glaube ich, eine Kapuze, die relativ weit nach oben geht. Also so hier, der Zipper hört hier nicht auf. Aber schon cool, aber also natürlich, es muss nicht immer alles cropped sein. Aber jetzt, ich weiß ja nicht, ob die zu lang ist. So. Aber ist cool. Wir haben hier diese Axt. Ich finde die echt extrem tough. Ich glaube, ich probiere die mal an. Und hier auch ein Salomon in Zusammenarbeit mit White Project. Extrem tough. Also ich finde diesen Schuh richtig geil, aber ich würde den jetzt selber gerade nicht kaufen. Ich bin jetzt hier gerade mit Hannes bei Nintendo. Hier steigt ja morgen das Event. Also, na, ich glaube, ihr seht den Vlog eh nicht mehr rechtzeitig, dass ihr noch vorbeikommen könnt. Aber ich hoffe, ihr kommt vorbei morgen. Was sagen wir zu dieser Everick Sealer Jacke? Ist natürlich dieser Biker-Fit. Aber wow. Natürlich ist die Bewegungsfreiheit hier ein bisschen eingeschränkt, aber also ich weiß nicht, wie es schmeckt, aber 10 Euro schon habe ich das. Ja, und jetzt kriegt ihr wieder ein kleines Voice-Over rein. Und zwar war ich wieder bei Heiß und Bald, die beide neue Sachen reinbekommen haben. Und zwar 2 geile Sachen von Entire Studios, die ich unbedingt anprobieren wollte. Und natürlich auch ein bisschen Agnes-Stuff, die ist das. Als ich diesen Furry Entire Studios-Mantel einmal online gesehen habe, seit da wollte ich ihn haben. Aber er hat einfach so beschissen bei mir gesessen, das kann ich nicht beschreiben. Und natürlich waren auch die neuen Wade Spawner da. Es hat eine neue Kollektion mit Wade Spawner und Adidas gegeben, falls sie jemand nicht mitgekriegt hat. What's up, what's up, what's up? Willkommen im Vlog. Wir sind hier beim Laundromat Final Layer Event. Genießt die Show! Geil! Mach mal hoch. Ich sag, die werden auch richtig selten. Ganz ehrlich, ich sage, es sind die zweitbesten Sambas. Wie viel Geld gibst du im Monat für Klamotten aus? 100. Nächster Tag, heute ist Samstag. Ich gehe jetzt gleich auf das Nintendo-Event von Hannes. Das hat, glaube ich, noch nicht mal angefangen. Digga, meine Haare sind auch einfach übel lang geworden. Meine Seiten sind schon so lang wie Davids Alter einfach. Ich habe eine Entscheidung getroffen und zwar werde ich mir den Our Legacy Zipper kaufen. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde hundertprozentig nichts mehr kaufen, was nicht schon bestellt ist vor Black Friday, weil das geht nicht so. Aber der Zipper war einfach extrem geil für einen extrem guten Preis. Da nehme ich euch natürlich jetzt mit. Ne? Bis gleich. Ich
bin jetzt hier in Kreuzberg angekommen. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich auch gerade schon die neue Jacke an. Ich muss euch eine Sache dazu sagen. Ich habe diese Jacke wirklich vor 3 Monaten in Stockholm schon einmal angehabt. In einem anderen Colorway. Da hat mir die wirklich schon so krass gefallen. Dann habe ich sie vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt habe ich die einfach wieder gesehen und mich direkt verliebt. Vor allem in den Sale-Preis. Und ich finde sie einfach krass. Ich muss mich irgendwie auch gar nicht rechtfertigen. Ich wollte es einfach nur mal gerade noch erwähnt haben. Guckt euch diese Struktur an. Naja, bequem ist es nicht, aber es ist geil. So. Ja, und jetzt gehen wir zum Papa. Hier auch vereinzelt NFS. Cool, cool. Guckt euch diese Mütze an. Die ist so hart. Ich bin am Überlegen. Zum Beispiel Chrome. Hier, ich glaube, das ist in Collaboration mit Needles. Das sieht aus wie Ripe Project. Hier auch Ripe Project. Sieht auch geisteskrank aus. Moin Freunde, es ist Samstag, ist gerade alles ein bisschen verplant. Ich muss mich beeilen, weil gleich kommt meine Bahn, denn ich treffe mich mit den anderen auf dem Flohmarkt und beachtet das hier im Hintergrund nicht. Ich bin gerade am Klamotten aussortieren, deswegen ist gerade ein bisschen Krise. Das, was ich anhabe, ist meine Base schon, aber ich ziehe jetzt, glaube ich, noch diesen Our Legacy Zipper an, den ich gestern gekauft habe. Halte das Outfit, glaube ich, einfach schwarz. Weiß. Ich gehe mit meinen Rigs. Z-Boom Bam. Hier irgendwie Beanie oder so kommt noch. So eine auffällige Beanie jetzt. So Z-Boom Bam. Wir sehen uns dann gleich beim Flohmarkt. Tschüss. Die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas kaufst? Ziemlich bei 100%. Wirklich? Gönn dir Bier. Wir übertreiben jetzt mal nicht, aber so 95%ige Wahrscheinlichkeit ist schon drin. Flohmarkt eigentlich immer. Mindestens ein Pickup muss sein. Auch wenn es scheiße ist. Einfach kaufen, ihr wisst doch. Sonntag, Flohmarkt, man tut was Gutes. Das war wie überhaupt schon cool. Und die Kleiderbügel von Supreme, die gehen übel weg auf eBay. Weiß nicht, aber die Beanie kostet 15. Das ist jetzt nicht gut, aber ist auch nicht schlecht. Welche Beanie? Kleine Ausbeute, 4 Supreme Beanies, 40 Euro, Mengenrabatt. Das ist ein sehr guter Preis. Toll! Noch einen schönen Eistee gegönnt. Den finden wir. Ich bin einfach cool. Ich habe, wie gesagt, die Beanie gekauft. Beziehungsweise wir haben 4 Beanies gekauft und dann noch Mengenrabatt gekriegt. Aber nur eine davon gehört mir jetzt sozusagen. Ich fahre jetzt nach Hause, mache den Blog für euch fertig, damit er direkt gleich online kommen kann. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video wie immer gefallen. Die nächsten Wochen werden, glaube ich, auch spannend. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Deswegen lasst vielleicht einfach ein Abo da. Wir sehen uns. Tschüss.